Hi, Martin hier. Heute ist der 30.04. und jetzt möchte ich nochmal die Reparaturstrategie besprechen, weil da auch ein gewisses Interesse war und ich das jetzt einfach mal auf die Schnelle gemacht habe und ich versuche das jetzt mal ein bisschen ausführlicher und etwas klarer nochmal darzustellen. Nochmal, Thema Reparaturstrategie mit Optionen. Und Ziel ist es, den Break-Even einfach schneller zu erreichen. Komma, nachdem eine Aktie zwischen 10 oder sage ich mal maximal 50% verloren hat, danach ja, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Wenn sie natürlich mehr als 50% fällt, könnte natürlich sein, dass da fundamentalere Sachen dahinter stecken, da wird es vielleicht keinen Sinn machen. Man bedient sich hier einfach einen Call-Ratio-Spread. Da wird man gleich behandeln. Die Strategie ist risikolos und kostenlos, was die Optionen betrifft. Ja. Allerdings, sollte die Aktie aber noch weiter fallen, ist man dagegen bei dieser jetzt eingesetzten Strategie nicht geschützt. Ja. Das heißt, wenn der Aktienpreis weiter fällt, dann verlieren wir nichts und gewinnen aber auch nichts. Ja. Das wäre so, als hätten wir keine Reparaturstrategie gemacht, aber man kann sie wieder aufsetzen. Wann ist diese Strategie sinnvoll? Natürlich, wenn man eine Aktie sowieso hat oder vor allem auch beabsichtigt, diese für einen längeren Zeitraum im Depot zu halten. Sprich, wenn die gute Dividenden abwirft oder eine Übernahmemöglichkeit existiert, grundlegend, dass man sagt, nee, ich trete mich ungern vor der Aktie, möchte ich einfach behalten. Und dann macht so etwas großen Sinn, weil im Daytrading, als Daytrading nützt es nicht viel, sage ich mal, weil man, wie gesagt, nach unten hin genauso das Risiko hat, wie jetzt, als würde man das längerfristig im Depot halten. Also ich sehe jetzt da keinen Sinn dahinter, das jetzt in Daytrading und so anzuwenden. Da kann man viel bessere Strategien machen. Und welche Kenntnisse solltet ihr haben? Ihr solltet wissen, was ein Call ist, was ein Put ist. In dem Fall jetzt nicht, aber egal. Was in the money ist, on the money. Was ein Zeitverfall ist bei Optionen, Kauf von Optionen und Verkauf von Optionen, Verfallstag, Laufzeiten. Ja, wie ihr wisst, der Unterschied zwischen Optionsscheine werden von den Banken emittiert. Ja, da spielt ihr das Spiel mit der Bank. Wenn die Bank pleite ist, Pech gehabt. Das zweite, ihr wisst nicht, wie die Banken die Preise gestalten. Das dritte ist, ihr könnt nicht leer verkaufen. Ja, zwischen den Banken. Das heißt, ihr müsst einen Optionsschein kaufen, bevor ihr ihn wieder verkaufen müsst. Das ist an diesen Märkten, an diesen Börsen, Eurex, Comex, NYMEX, Globex etc. anders. Da könnt ihr etwas verkaufen, ja, und irgendwann zurückkaufen, also gerade andersrum. Ja. Und deswegen solltet ihr eben wissen, wenn ich jetzt einen Call kaufe, kann ich aber auch gleichzeitig andere Calls verkaufen. Das ist das Tolle. Und da gibt es irgendeinen Peter in Hamburg oder in New York und der kauft mir dann die anderen Optionen, die ich verkaufe. Und so geht das Spiel weiter und weiter. Ja? Beispiel. Angenommen, ein Trader hat im Mai 100 Aktien der Firma XY gekauft. Bei 50. Ja? So. Einen Monat später, im Juni, ist die Aktie nun auf $40 gefallen. Also sprich, er hat bei 100 Aktien, ne, ungefähr $1.000 verloren. Buchmäßig, wenn er es nicht verkauft. Der Trader beabsichtigt demnach, eine Aktienreparaturstrategie anzuwenden. Ja, er implementiert einen 2 zu 1 Ratio Call Spread sozusagen. Ja. Indem er einen Juli 40er Call kauft, zum Beispiel für $200, ja, und gleichzeitig verkauft er zwei Juli zum Beispiel 45 für jeweils 100, aber zusammen ergibt es 200 und das ist der Preis dieser gekauften Option. Der Preis sozusagen, den man netto bezahlt hat, ist somit 0. Macht Spaß, ne? Ganz simpel, ganz einfach. Da ist auch kein Hexenwerk. Wir sind runtergekommen. Wir kaufen einen am Geld liegenden, on the money, ja, Call und verkaufen zwei. Warum können wir das tun? Wir können das deshalb tun, weil wir einmal die Aktien haben, 100 Stück.
und uns einen Call bei 40 gekauft haben. Ihr wisst, wenn man einen Call kauft, gibt es mir das Recht, 100 Aktien für diesen Preis zu kaufen. Ja? Das heißt, wir würden eigentlich noch uns 100 Aktien quasi dazu kaufen und bezahlen das aber mit anderen Optionen, die Prämien haben. Und hier können wir zwei verkaufen und das ergibt eben diesen Call Ratio, mit Ratio 2 zu 1. Wo habe ich das? 2 zu 1. Wir kaufen einen tieferen, verkaufen zwei oberen, wählen das so aus, dass genau der untere praktisch kostenlos wird. Ich komme gleich zu den Szenarien. Szenario 1. Wenn beim Juli-Optionsverfalltag der Aktienpreis bei 45 liegt, also sprich hier, ja, verfallen genau diese verkauften Calls, ne, diese zwei, verfallen wertlos. Okay. Und der gekaufte wird einen Wert von $500 haben. Ja. $5, ja, das wäre dann, also bei den Aktienoptionen eben $500 Wert. Und die Aktien würden natürlich ebenso 500 dazu geben. Warum? Die waren ja hier und dann ist es $5 teurer geworden, haben die Aktien selbst auch nochmal $500 gewonnen. Das heißt, der Gesamtgewinn beträgt 1000 Euro. Und wie wir wissen, waren 1000 Euro eigentlich der Verlust, allerdings von 50. Ja? Das bedeutet, bei nur der Hälfte des Anstieges, des Rebounds, haben wir den kompletten Verlust, also von 50 auf 40. Und das zeigt dieser Graph, das ist jetzt der Break-Even. Ja, das ist der Break-Even bei Verfall, ja, im Juli. Und das wäre der Break-Even ohne diese Option. Das heißt, wir hätten natürlich, ich sage klar, nochmal einen Move um die 50 gebraucht, dann wären wir wieder im Profit. Ja, das ist eigentlich ganz fantastisch. Ja. Und die Aktien haben ja genau, der Gesamtgewinn beträgt 1000 Euro, also praktisch hätten wir diesen Verlust wieder gut gemacht. So, ein Szenario, prima. Zweites Szenario, wenn die Aktie einen sehr starken Rebound vollzieht, sagen wir zum Beispiel auf 60, ja, hier habe ich noch gar nicht angezeigt, wurde nicht angezeigt, gibt es folgendes Szenario. Wir haben mehr Calls verkauft als gekauft. Ja, das heißt, unser 40er gekaufte Call würde bis 60 $2000 Gewinn machen. Ja? Unsere Aktien hätten ebenso $2000 Gewinn, wären eigentlich $4000 Gewinn. Aber das Problem ist, unsere zwei verkauften Calls bei 45 würden bis 60 jeweils $1500 Verlust machen, mal 2, sprich, das ist falsch, das ja, nee, also hier, Entschuldigung. Wenn $3000 Verlust, ja, das heißt zweimal 1500, warum? Von 45 auf 60 sind 15, ja, es wären dann $1500 mal 2, 3000. Ja. Das heißt, wir erreichen leider, also wenn das jetzt stattfindet, leider erreichen wir dann wiederum nur unseren Break-Even. Weil das wäre der sozusagen der Break-Even und hier beginnt sozusagen der Call-Ratio-Spread. Ja, wartet mal, bevor ich was Falsches sage. Das ist die 5 hier. Ja, hier gewinnen wir praktisch nichts mehr dazu. Ja, wenn der Preis, Stock-Price weiter steigt. Ja, das ist so gecapped. Ja. Leider, ja. Calls hätten wir einen Verlust in Höhe von 3000. Genau, wir erreichen daher nur den Break-Even. Ganz einfach. Weil wir können nicht mehr gewinnen, weil wir die 45er Calls sozusagen verkauft haben. Und egal, ja, das ist der Vorteil, egal wie der Markt sich verhält, unser Stock würde ja weiter gewinnen. Ja, aber die Verkauften bremsen praktisch diesen Gewinn sozusagen. Ja, das gleicht sich hier aus. Ja, diese beiden, diese Ratio und dieser Long Stock, der Gewinn sozusagen.
Ja, weil diese zwei verkauften hier einfach gegen uns sind und das ist eben der Nachteil. Ja, das dritte Szenario wäre, wenn die Aktien weiter fallen, dann wird der Verlust größer, aber alle Optionen verfallen wertlos. Das heißt, wir haben keinen Verlust, haben auch nichts gewonnen. Wir haben nichts bezahlt. Das heißt, wir können, wenn er nochmal weiterfällt, das gleiche nochmal aufsetzen. Aber Vorsicht, man sollte eben beachten, dass man immer mit der Anzahl der Calls und Aktien risikolos bleiben soll. Das heißt, die alten, nicht erfolgreiche Strategie sollte man entweder verfallen lassen oder schließen. Man könnte jetzt also nicht sagen, oh ja, jetzt sind wir so weit weg, ich denke, das wird wertlos verfallen, jetzt setze ich schnell eine neue auf. Ja, da kann es böse Überraschungen kommen, falls die Aktie doch nochmal nach oben kommt. Ja, angenommen, ihr würdet bei 30 diese Strategie nochmal machen, aber ihr lässt es nochmal offen, weil ihr denkt, naja, in 2, 3 Tagen verfällt es. Plötzlich kommt eine schöne, tolle Botschaft und dann habt ihr aber viel mehr Risiko nach oben, weil ihr mehr verkauft hättet. Da hättet ihr ja 4 verkauft. Ja, also zwei mehr verkauft. Das ist nett. Immer nur dann entweder schließen oder verfallen lassen. Ja. Und falls die Aktien eben unerwartet hochspringt, denn dann wären nicht, wenn wir nicht mehr risikolos, sondern hätten unendliches Risiko nach oben durch den verkauften Calls. Also immer schauen, wenn ich 100 Aktien long bin, kann ich einen Call verkaufen. Und wenn ich einen Call kaufe, kann ich noch einen zweiten als Debit Spread sozusagen. Dann bin ich praktisch risikolos. Ja? Das ist, sagen wir mal, eine wichtige Botschaft, weil man das verwechseln könnte. Welche Strikes und Laufzeiten soll man nehmen? Ja, nun, das hängt natürlich von der Dynamik des Marktes ab und von der Erwartungshaltung. Ich gebe euch ein paar wichtige Infos, damit ihr vielleicht besser entscheiden könnt, welche Strikes ihr nehmt. Wenn ihr kürzere Laufzeiten wählt, ja, dann werdet ihr, Entschuldigung für die Rechtschreibfehler, ich habe etwas schneller geschrieben, dann werdet ihr eben nicht so viele Strikes zwischen den gekauften Call und den verkauften Calls haben. Ja, die Optionen eben billiger sind. Ja. Der Vorteil, wenn ihr kürzere nimmt, Laufzeiten nimmt, wäre eben, dass sie schneller ins Geld laufen würden und praktisch durch den geringen Zeitwert fast 1 zu 1 wie eine Aktie laufen. Ihr braucht da auch gar nicht mehr lange warten, um das zu realisieren. Ja, und wenn du eben lange Laufzeiten wählst, ist ja klar, dann bekommst du natürlich mehr Prämien und du kannst ein oder zwei Strikes weiter auseinander gehen. Weil eben das Delta bzw. der Zeitwert, der auch das Delta eben bestimmt, der Zeitwert bestimmt eben das Delta ein bisschen natürlich auch, wie schnell sich das Delta ändert. So ist hier dein Nachteil, weil bei einem Rebound, ja, dein Debit Spread sozusagen, also dieser Ratio, noch nicht 1 zu 1 läuft. Ja, also die Zeitwerte praktisch noch etwas im Wege stehen sozusagen, weil ja, du hast halt Prämien. Das heißt, auch wenn der jetzt ins Geld läuft, also die Aktie zum Beispiel auf 60 hochgeht, wirst du trotzdem noch nicht diesen Gewinn realisiert haben. Ja, das heißt, er müsste bis zum Verfall oben bleiben. Und das ist so auch ein kleines Risiko, wenn er halt zwar Rebound macht, ja, wenn er eben Rebound macht und dann aber wieder runterkommt und ihr habt eine längere, dann habt ihr noch nicht diese volle Summe hier verdient. Ja, das ist nur bei Verfall. Weil bei Verfall keine Zeitwerte mehr sind. Das erkläre ich euch gleich nochmal. Ist aber sehr, sehr, sehr wichtig. Ja? So, erkläre ich eben anschließend. Ja, wenn du lange Laufzeiten willst, bekommst du die Prämien. Ja, genau. Jetzt kommt Papas Trickkiste. Ja, wenn ihr einen längeren Zeitraum nimmt, ja, und dadurch mehr Prämien einnimmt, zweimal nimmt, so viel nimmt, könnt ihr ja einen Strike tiefer verkaufen, versteht ihr? Dann bekommt ihr ein bisschen mehr Prämie aufs Konto. Und ihr könnt eben die überschüssige Prämie, die ihr habt, ja, in einen billigeren Call zum Beispiel investieren, der kürzere Laufzeit hat, sodass ihr eben gerade bei einem schnellen Anstieg, der meistens, wenn er stattfindet, etwas schneller stattfindet, beim Rebound, das wisst ihr selber, ja, wenn da mal der Markt einen Stillstand hat, dann kann es sehr schnell geschehen, dass das Ding wieder richtig hoch anzieht. Und da hättet ihr den Vorteil, wenn dann seid ihr schon mal, habt ihr die Reparaturstrategie schon mal drin. Die läuft. Ihr habt längere genommen, aber ihr nehmt jetzt, sage ich, eine Woche oder vielleicht 2 Laufzeit und verkauft irgendeinen 5, 4, 5 Wochen aus, also 4, 5 Wochen Laufzeit.
Dann habt ihr die nächsten 2 Wochen Zeit, bei einem schnellen wieder voll dabei zu sein. Erkläre ich euch auch gleich, ja. Und dies ist vor allem eben interessant in der ersten Phase, weil, wie gesagt, hier oft etwas eben die Aktien, wenn sie rebouncen, sozusagen schneller rebouncen. Ja, oder ihr könnt in beidens investieren. Ihr könnt sagen, naja, er kann schnell wieder hochkommen, aber er kann nochmal richtig runtergehen. Und gerade wenn er jetzt ein bisschen Action ist, ist beides möglich. Ja. So, dann werdet ihr einfach nach unten in einer gewissen Form ein bisschen abgesichert. Macht euch da über diese Vola der Option noch keine Gedanken. Warum? Weil wir ja auch durch diesen Ratio ja ein bisschen Vola auch verkaufen. Ja, das gleicht sich so ein bisschen aus. Ja, das heißt auch, das ist eigentlich ein tolles, interessantes Szenario, dass man natürlich auch in einem fallenden Markt, wenn der Vola steigt, ja, ruhig diese Dinger kaufen kann, weil wir kriegen sie ja von dieser aufgeblähten 2-Call-Option ja sowieso wieder rein. Ja, wir würden es ja so berechnen, dass wir nur das ausgeben, was wir reinholen. Also es ist risikolos. Ja? Seht ihr hier, habe ich jetzt nochmal Apple als Beispiel. Wir sind jetzt so bei 93, sagen wir mal 93, 93, 60, 70. Ja, hier haben wir, was mache ich mal weg, das Verfallsdatum, Verfallstag schon, also verfallen. Das interessiert uns nicht. Das zeigt er mir die anderen Strikes komischerweise nicht. Weiß ich auch nicht, warum es mir nicht zeigt. Moment, eine Sekunde. Komisch. Ah, doch, jetzt. Mai 6, 13, 20, 27. Wie ihr wisst, die Prämien, ja, haben natürlich einen größeren Zeitwert. Deswegen sind sie auch teurer, je länger ihr sozusagen von der Zeit her weggeht. Ja. Und jetzt mache ich ein Beispiel. Guck mal, wenn wir jetzt den 6. Mai einen 94er kaufen, dann können wir jetzt zum Beispiel, wenn wir 100 haben, sagen wir mal, könnte man jetzt auf 95,5 hochgehen, wären 1,5 Strikes. Okay. Der Vorteil wäre, dadurch, dass das Delta hier eben schneller sozusagen, naja, oder das, wie kann ich das erklären, das Delta größer wird, weil der Zeitverfall stärker am Werk ist, ja, und wir wissen, dass am Optionsverfalltag, vielleicht kann ich es doch noch zeigen, wartet mal, sieht man da das Delta jetzt noch, ja, sieht man nicht mehr, ist ja klar, ist ja auch verfallen, schade. Versteht ihr, dann ist Delta fast 1, weil das ja im Geld wäre und da kein Zeitwert mehr drin ist. Das heißt, da wäre ein Rebound, wenn er schnell stattfindet, hättet ihr viel schneller diese Spanne. Und jetzt schaut mal her, jetzt gehen wir einfach nur mal eine Woche raus, aber 150, da könnte man theoretisch fast schon, gell, könnte man schon fast auf die 96 gehen, also 2. Hier 94, also praktisch 1,5. Beim zweiten können wir schon 2 Strikes rausgehen. Ja, hätten wir 2 Strikes, also mehr, hätten wir mehr nach oben Profit. Ja. Der Nachteil eben ist, wenn wir das schon kaufen und der macht es in einem Tag oder zwei, macht er einen Rebound, dann hast du hier noch so viel Prämien und diese Spanne ist zwar schön, aber der Zeitwert, ja, das heißt, diese Differenz wird jetzt nicht gleich 1, also sozusagen 2 ergeben. Ja, aber wenn es im Geld ist. Die ja, weil der Zeitwert da kaum da ist. Es müsst so ein Gespür müsst ihr kriegen. Ihr müsst mit dem Zeitwert viel arbeiten. Ja, lest euch da ein, was das bedeutet, Zeitwert. Einfach Prämienabbau. Und dadurch laufen die Optionen je näher zum Verfall quasi fast 1 zu 1. Ja. Und je weiter ihr weggeht, desto mehr Zeitwert habt ihr. Und da, bei diesem Szenario, wäre dann wünschenswert, dass er reboundet, ja, und oben bleibt bis zum Verfall. Dann kriegt ihr die vollen Prämien. Aber er kann zum Beispiel hochkommen und wieder runter. Ja, das ist halt ein bisschen tricky. Ja, aber wenn man das langfristig im Depot hält oder er schon eine anständige Bewegung gemacht hat, dann habt ihr halt jetzt nicht die ganzen 200, dann nimmt er auch die Hälfte mit. Ja, da darf man jetzt nicht gierig sein. Und guck mal, wenn wir jetzt hier sogar noch eine Woche weitergehen, hätten wir hier, ja, vielleicht sogar schon, gehen wir mal den Fünfer, wie weit wir da kommen.
Wenn wir jetzt im 94er sind, zwei, also können wir quasi, ja, können wir schon wieder einen halben Strike weitergehen, versteht ihr? Und hier höchstwahrscheinlich dann schon noch mehr, wenn 260, vielleicht sogar auf 7, da hätten wir drei Strikes bei einem Monat Laufzeit circa. Versteht ihr? Ja. Das ist das Prinzip. Und ihr könnt jetzt zum Beispiel hergehen und mischen. Ihr könnt sagen, naja gut, Rebound, alles schön und gut, aber er braucht ein bisschen Zeit. Ja, dann kann ich ja sagen, ich kaufe mir einen 94er mit 220 und verkaufe mir zum Beispiel einen 95-5er. Ja, dann bekomme ich ungefähr 2x6 sind 360, ne, 220, sagen wir 360 sind $130, habe ich geschenkt bekommen. Ja, habe zwar ein bisschen beschränkt zunächst bei dieser Strategie. Was habe ich jetzt gesagt, bevor ich war? 100, sagen wir, $130. So, jetzt kann ich hergehen, in den Mai gehen, $130. Dann kann ich jetzt zum Beispiel hier für $50 einkaufen und mir einen Put kaufen. 100. Ja, da wäre ich bei 92,5 nach unten abgesichert und nach oben, wenn der Rebound, bin ich auch dabei. Und ich bin in dieser Strategie schon drin. Das heißt, hier werde ich einen Gewinn wirtschaften mit der Aktie, mit diesem Call. Das ist mir dann egal. Ja, weil da habe ich ja dreimal richtig Gewinn, quasi. Eigentlich fantastisch. Wenn er runterkommt, bin ich zumindest durch den Put noch eine Woche, sag ich mal, ein bisschen geschützt. Ja, dann passiert Folgendes. Und dann wird höchstwahrscheinlich dieser Call dann wertlos verfallen, diese $50. Der Put, je nachdem, wie tief er fällt, ja, kann man entweder verkaufen, ja, oder ja. Je nachdem, wie man will, aber wenn er Gewinn erwirtschaftet oder im Geld ist, kann man dann mit einem Gewinn, ja, aber Gewinn heißt ja in dem Fall, er wird sich ja mit dem Verlust der Aktie ausgleichen. Das heißt, ihr werdet ja buchmäßig keinen Gewinn haben, ja, aber zumindest keinen Verlust. Kein Verlust ist ja in dem Fall auch ein Gewinn und könnt das Ding einfach lassen, ja, lasst das einfach dann. Das heißt, wenn ihr einen Rebound macht, seid ihr immer noch drin, kostenlos. Das ist toll, ne? Das ist eine tolle Strategie von Papa Martin hier, ja. Das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Versteht ihr nochmal? Also wir machen diese Strategie, nochmal ganz kurz, aber wir kaufen hier, ja, bei 45, oder wir können auch hier irgendwo kaufen. Das ist egal, wo wir was kaufen. Wir können ja einen kleinen Strike, oder wenn wir jetzt hier kaufen würden, unseren Call, ne, Laufzeit eine Woche, dann würden wir hier nicht diesen Verlust haben, sondern dann würden wir wie die Aktie laufen. Ja, das heißt, wir hätten dann hier ab diesem Zeitpunkt wieder diesen Anstieg und das andere bleibt. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Wir können ja auch, wie gesagt, die 5 Strike, sag ich mal, so bleiben, dass wir dann nicht mehr gewinnen und ab einer bestimmten Strike sind wir wieder voll dabei, weil der wird wahrscheinlich billiger sein. Oder ich kaufe mir so für $50 oder so knapp da, wo wir jetzt unseren Break-Even, also wo wir nicht mehr kriegen, versteht ihr? Und werden irgendwo wieder in Gewinn und beim Verlust wäre das so, würde man hier irgendwo einen Put haben, ja, dann wäre unser Verlust dann irgendwo, würde dann dieser Graph hier sich irgendwo, ne, würde dann so sein, weil wir hier dann irgendwo einen Put haben. Ja, das heißt, mehr als dann irgendwie 500 oder 300 oder was weiß ich, können wir dann nicht verlieren. Dann sieht das ein anderes, wird es ein anderes Szenario. Ja, ich will euch jetzt noch nicht mehr verwirren. Ich will euch einfach nur zeigen, dass es ein Grund, also ein Grundstock ist. Ja, wenn ihr so ein Depot habt für die Kinder oder für sich selbst für lange Zeit, ist es ideal. Und jetzt zeige ich euch gleich ein Video noch, was ich aufgenommen habe, nochmal live mit den Aktien. Und ich hoffe, dass es dann halbwegs hoffentlich oder vielleicht sogar ganz verstanden ist, dass ihr das eigentlich schon trainieren könnt, ja, und vielleicht sogar umsetzen. Viel Spaß!